Hallo und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac. Wir gehen nochmal in die Ebene zurück und erkunden sie fertig und gehen dann in die nächste Ebene. Vielleicht sterben wir auch gleich auf der Ebene, was extrem ärgerlich wäre. Aber was sollen wir machen? Wir haben im nächsten Part noch am Ende das Kohle-Item bekommen. Heißt, umso länger unsere Schüsse fliegen, umso stärker werden sie. Ein sehr praktisches Item und ja, hoffen wir einfach noch, dass es sich als gut bewährt. Wir können mit Glück in der nächsten Ebene auch noch ein Arcade bekommen. Was auch noch eine sehr schöne Sache wäre. Aber man soll nicht immer zu viel erwarten. Daher hoffe ich nicht auf zu viel. Ach, versteck dich doch nicht hinter dem Ding. So, jetzt ist es tot. Und ich weiß nicht mehr, was ich... Oh, nee. Stirb! Farbiges Gedärm! Oh, nee. Ach, komm schon. Geh mal da oben hin und sterb. Dankeschön. Da wurden wir nochmal getroffen, unnötigerweise. Weil wir einfach verplant waren. War das Balls of Steel? Wenn ja, hat sich der Raum auf jeden Fall gelohnt. Ja, hätten wir wieder mehr Herzchen. Wir haben rein gar keine Schlüssel, was sehr, sehr traurig ist. Und wir haben natürlich auch noch The Emperor, was wir bis zum Teufel mitnehmen wollen. Oh ne. Schieß mal. Danke. Und jetzt können wir da hin. So, nochmal weg. Und jetzt nochmal hin. Und wieder weg. Und jetzt haben wir das ganze Zeug. Noch eine Bombe. Leider wieder keine... Schlüssel, oh, was ich doch alles für Schlüssel tun würde. Was war nochmal im Geheimraum? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben ja die Bomben, um nochmal nachzuschauen. Ich glaube, da war nur 3 Geld, wenn ich mich gerade, ja. Und der Supergeheimraum könnte auch noch ein paar Stellen sein. Wir haben auch dafür die Bomben. Deswegen werde ich einfach mal danach suchen. Hier könnte das sein. Hier könnte das sein. Auch nicht. Auf der letzten Ebene, als wir ihn gesucht haben, haben wir ihn ja leider nicht gefunden. Sehr, sehr schade. Oh je, ich würde ihn gerne finden. Denn darin könnten wir noch ein halbes heiliges Herz finden. Dann hätten wir gleich vom Beginn der Ebene, von der nächsten Ebene, ein ganzes Herz extra. Also gleich ein ganzes Herz. Nee, dann würden wir gleich ein Herz bekommen und wieder ein Herz. Was denke ich denn? Vielleicht finden wir auch noch ein sehr gutes Trinket, wer weiß. Die Hörner. Schade, vielleicht hier noch. Nein, langsam werden die Bomben knapp. Dann könnte er noch hier oben sein. Direkt vom Boss. Auch nicht. Auch nicht. Wahrscheinlich gibt es am Ende einfach gar keinen super Geheimraum. Das kann anscheinend ja auch ganz selten passieren. Nein. Oje, oje. Ah, da ist er. Und wir finden den Mushroom. Nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, auch wenn er ganz lustig ist. Man kann bei wichtigen Gegnern, also dort Mushroom, also dieser Mushroom, dieses Trinket, gibt einen pro Raum einen Pilzeffekt. Doch, wir wollen ihn unbedingt. Wir wollen den Mushroom unbedingt, denn es gibt einen Art Bug. Es ist kein wirkliches, nee, ich würde es nicht als Bug bezeichnen. Oh Gott, wenn ich jetzt keine Bombe mehr hätte, dann würde ich mich hassen. Es gibt ein... Boah, das wäre jetzt aber wieder glatt Cheating. Nein! Oh, ich hasse mich. Hätte ich jetzt keine Bombe, dann würde ich... Nee, ich muss ja gar nichts Polaroid mitnehmen, aber ich will's haben. So. Dieser Mushroom, es gibt einen Pilz, der einen Herzcontainer gibt. Ich renne jetzt einfach mal ganz oft hin und her, obwohl wir können einfach durch die Ebene laufen. Oder vielleicht wurde es einfach schon programmiert, dass der nicht mehr erscheinen kann, wenn man nur Silberherzen hat. Nee, das wäre auch komisch. Es gibt einen Pilzeffekt. Man bekommt ja pro Raum einen anderen. Ich kann ja gerade mal ein bisschen demonstrieren. Jetzt sind unsere Schüsse kleiner. Jetzt sind sie immer noch irgendwie gleich. Es verändert sich nicht viel. Komischerweise, warum auch immer. Muss er vielleicht am Platz 1 sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er einen Effekt, dass man halt verschiedene Pilzeffekte gibt. Und es gibt einen Pilz, der den Effekt hat, dass man einen Herzcontainer mehr bekommt. Und das ist natürlich die Sache, dass man den mit unserem Leertasten-Item umwandeln könnte. Falls es wirklich geht. Es hat mir mal jemand also Kommentare geschrieben, dass man das ja so verglitschen könnte. Ich weiß nicht, ob er es schon ausprobiert hat, aber vielleicht kann man gar nicht den Pilzeffekt bekommen. Oh nein! Bekommen, wenn man das Gabipaw-Item hier hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade das Gefühl, der Mushroom funktioniert gar nicht, weil wir gar keine Effekte bekommen. Vielleicht wurde es extra so gemacht, dass das nicht geht. Oh nein, ich will nicht schon wieder eingekesselt werden. Ach, ich mache immer wieder denselben Fehler, Maudado. Immer wieder denselben Fehler. Ja, ja. Es ist echt schlimm mit dir. Los, Vogel, töte ihn. Und den da oben auch noch. Wie lange nehmen wir auf?
4 Minuten. So. Sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Alles macht hier mittlerweile einen Schaden, deswegen ist es egal, dass das eine explodieren kann, das andere nicht. Es ist egal, von was wir getroffen werden. Falls ich irgendwas bevorzugen würde, damit das Polaroid sieht, während ich hier gegen die anderen kämpfe. Och nein. Gott sei Dank nicht erwischt. Wir haben keinen Schlüssel, aber eine Bombe. Oh Gott, fast in die eigene Bombe reingerannt. Okay, noch ein bisschen mehr Geld. Das könnte doch noch ganz praktisch sein. Bringt uns nix. Oh, jetzt haben wir einen Mushroom, der anzeigt, was auf der Map wo ist. Dann wissen wir, dass unten rechts eine Cat ist. Sehr interessant. Falls ich mal den Herzcontainer bekommen würde, also anscheinend funktioniert es wirklich gerade. Es gibt einen Pilz, der macht, dass man sieht, wo was ist, oder war das gerade ein Bug, weil ich irgendwas aufgesammelt habe? Was habe ich gerade aufgesammelt? Ich bin sehr vergesslich. Falls ich irgendwas aufgesammelt habe, was ich gemacht habe, habe ich es wieder vergessen. Ich vergesse es sehr, sehr schnell. Und dann würde ich sagen, gehen wir als erstes in Richtung Arcade in der Hoffnung, dass wir wieder ein paar Silberherzen gewinnen könnten. Das wäre sehr, sehr schön. Auch wenn ich die Hoffnung daran irgendwie verloren habe, dass wir Glück haben. Oh, nee. Oh, danke schön. Das war Glück. Oh, da wäre auch schon ein Spielautomat. Können wir auch hierher kommen, falls wir nicht mehr weiter wissen. Aber hier unten dürfte ja auch ein Arcade sein. Ach, du bist doch doof. Geh da oben weg. Nein, da wurden wir schon getroffen. Okay. Geh mal hier oben in die Ecke. Dankeschön. Und wir haben mittlerweile noch 3 Herzen. Eine knappe Angelegenheit. Aber da... Oh nein, wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Wenn wir es nicht richtig gelenkt bekommen, wenn wir die Lust nicht kontrollieren können, dass wir sie nicht in die Wege bekommen, die wir wollen, falls wir die Lust nicht gebändigt bekommen, dann verlieren wir. Aber wir haben es geschafft, bekommen Poison Touch und können in den Arcade gehen, in der Hoffnung, dass wir dort ganz viele silberne Herzen gewinnen. Vielleicht haben wir ja sogar Glück, oder wir werden einfach von der Fliege getroffen, das wäre natürlich nicht so schön. Im Notfall, oh nee, bitte nicht. Ich brauche dich noch hoch. Okay, sehr gut. Im Notfall könnten wir echt ausprobieren, ob dieser Glitch irgendwie geht, wenn wir ein anderes Leertasten-Item irgendwo noch finden. Dass wir einfach die Paw weglegen, das ganz oft machen, im selben Raum. Bis wir den Pilzeffekt bekommen und uns damit quasi erglitschen. Was aber auch irgendwie blöd wäre, weil man das einfach farmen wäre. Man könnte sich quasi unendlich Herzen farmen. Das wäre schon wieder ein Cheat. Deswegen, das wäre so ein Glitch, den ich wahrscheinlich nicht benutzen wollte. Nur einmal, um es auszuprobieren. Oh nein, ich will doch silberne Herzen. Okay, da hat mir schon mal das Fliegen-Friendly-Item. Kackhaufen auf dem Kopf, sehr schön. Aber keine silbernen Herzen. Was können wir denn sonst hier noch gewinnen? Kann der silberne Herzen droppen? Ich glaube nicht. Aber er kann Balls of Steel-Pillen droppen. Sehr gut. Wo war der Boss? Der war, glaube ich, unten links, oder? Habe ich es gerade noch richtig im Kopf? Ich weiß es nicht. Gut, ich hätte noch viele Balls of Steel Wünsche. Also, Pillenwünsche, bitte. Ah, den Cube of Meat bekommen wir wieder. Also, den Meatboy bekommen wir wieder nicht zusammen. Das ist immer echt ärgerlich. Immer ärgerlich, ja, ja. Ja, auch ärgerlich ist, dass wir kein Geld mehr haben. Dann würde ich sagen, auf unseren Boss. Der dürfte ja irgendwo da sein. Und schauen dann mal, ob wir vielleicht noch irgendwo Geld zusammenbekommen. Und wenn wir Geld zusammenbekommen, dann können wir nochmal dran spielen. Für Balls of Steel Pillen. Yay. Okay, hier bin ich schon mal falsch. Aber den könnte ich doch auch eigentlich töten mit meinen hinteren Tränen. Oh, das erste Mal das Nutzen. Hätte ich die ganze Zeit benutzen können. Was haben wir hier unten? 99 Schlüssel. Nein, das bringt uns nichts mehr. Das bringt uns nichts mehr. Nachdem wir Mutter besiegt haben. Oh, nee. Werden wir Eden Emperor benutzen. Das heißt, es bringt nichts mehr. Nee, der springt nichts mehr. Oh, aber die Kiste hier könnten wir öffnen. Und den Emperor will ich echt nicht... Och, nö. Einmal unaufmerksam und dann passiert das. Immer aufpassen, Maudado, immer aufpassen. Immer aufpassen. Okay, und die Kiste könnten wir auch öffnen. Wie dem auch sei, ich glaube, wir versuchen uns einfach mal an Mutter. Ich muss natürlich erstmal die Laseraugen wie gewohnt kaputt machen. So, da wären sie tot und uns dann mit dem Rest beschäftigen. Wir bestellen uns hier links hin, da damit unsere Reichweite, also da wir dafür am meisten weitesten schießen müssen, unser Schaden daher am größten wird. Durch das Kohle-Item.
So, Monstro, das dürfte kein Problem sein, solange nicht Monstro 2 kommt. Ich finde mir Monstro 2, ich habe am Anfang bei Monstro 2 immer Monstro Set, nein, verdammt, gelesen. Los. Oh, wir haben Poison Touch, das heißt, unser Polaroid können wir auch gut benutzen. Allerdings mache ich mir doch gerade Sorgen, da wir nur noch einmal getroffen werden können und beim zweiten Mal Treffen schon tot sind. Ich möchte es ehrlich gesagt zumindest zum Teufel schaffen. Oh. Und nicht davor schon jämmerlich verrecken. Okay. Okay, tot. Perfekt. Puh, auch nicht ihr. Okay, wir haben den Vogel. Der kann die erledigen, ohne dass wir Schaden erleiden müssen. So, perfekt. Okay, die Gegner sind okay. Und dann dürfte auch irgendwann jetzt in die Phase kommen, wenn es unten bleibt. Ich denke mal, nach dem Duke of Flies erreichen wir sie. Und Duke of Flies dürfte gerade kein Problem sein bei unserem Tränen-Output. Yes, der ging echt schnell kaputt. Okay, bitte bleib unten, bitte bleib unten, bitte bleib... Nein, warum ihn? Warum ihn? Warum ihn? Nein! Obwohl, wir können Bomben legen. Immerhin etwas. So, erstmal die Kleinen kaputt machen. Die stören mich nämlich gerade mehr als der Große. Und jetzt charge auf mich zu. Perfekt, nimm die Bombe. Und Mutter! Dann würde ich sagen... Wenn Mutter uns jetzt nicht zweimal direkt hintereinander mit so einer Bombe erwischt, dürfte sie doch tot sein. Wir lassen den mal am liegen, damit keine neuen... Okay. So viel zu keine neuen Gegner spawnen. Keine neuen Gegner spawnen. Perfekt. Und da haben wir es geschafft. Jetzt ist die Frage... Was tun? Wollen wir es noch riskieren, in den Kampfraum zu gehen und die 99 Schlüssel zu holen und dadurch nochmal Kisten öffnen zu können? 3 Stück. Oder wollen wir in den Geheimraum gehen und dort den Automaten sprengen? Und vielleicht nochmal in den Supergeheimraum suchen? Oh, ich wollte ihn nicht benutzen. Ich wollte ihn eigentlich... Oh, sehr gut. Ich wollte ihn eigentlich sprengen, dass wir Geld bekommen. Oh, 2 Schlüssel. Auch sehr gut. Und dann mit dem gewonnenen Geld in den Arcade gehen. Aber wir haben ja kein Geld gewonnen. Deswegen können wir gerade schnell die 2 Kisten hier öffnen. Einmal Löffel. Hat mir den... Den hatten wir noch nicht. Ich habe irgendwie gedacht, den hätten wir schon. Und nochmal Geld, mit dem wir wieder in den Arcade gehen können. Oh. Okay, dann können wir gerade nochmal ein paar Herzen gut machen. Allerdings glaube ich nicht, dass es genügend sein werden, um den Satan zu besiegen. Es wird auf jeden Fall ein ultra spannender Kampf oder ein ultra langweiliger Kampf, weil ich einfach direkt am Anfang sterbe. So. Komm schon, gib uns was. Die 3 Münzen, wir stecken alle unsere Hoffnung in sie, gib uns die Pille, gib sie uns. Ach verdammt, vielleicht droppst du noch ein Silberherz oder Geld. Oh, Geld, sehr gut. Und mit dem Geld können wir weiter spielen. Sehr gut. Gib uns die Pille, gib sie uns. Ja, wir brauchen sie, oder mehr Geld zum Spielen, auch gut. Das ist immer die andere Alternative, die okay ist. Rotes Herz, nein. Eine Pille, Friends till the End, okay. Ich benutze sie gleich, damit sie nicht im Weg liegt. Und jetzt noch, nein, die letzte Münze, ja bitte was? Ach, auch nicht, okay, gut, dann suchen wir jetzt noch an den Stellen, die wir schon freigespielt haben, wo der Supergeheimraum sein kann, nach einem Supergeheimraum. Und dann gehen wir, ich weiß nicht, sollen wir die Ebene erkunden, sollen wir sie nicht erkunden? Letztes Mal, als ich eine Ebene erkundet habe, ging es so furchtbar nach hinten los. Deswegen werde ich es diesmal lassen. Wir haben ja hier noch ein paar Stellen, wo der Supergeheimraum sein kann. Vielleicht finden wir dort tatsächlich noch etwas Lohnenswertes. Vielleicht finden wir sogar noch zufällig einen blauen Stein. Nein. Und hier? Nein, wo könnte es noch sein? Da unten könnte es noch sein, okay. Beim Kampfraum, obwohl in den Kampfraum können wir, glaube ich, nichts reinspringen, oder? Ich weiß es nicht, oder kann man erst nichts frei... Ich glaube, da kann man nichts reinspringen. Gut, dann haben wir nur noch eine Stelle. Wenn man in den Kampfraum nichts reinspringen kann, nämlich hier. Ah.
Und in Cake können wir noch gucken. Im Arcade. Ach nein. Okay, wir gehen einfach in die nächste Ebene. Wir versuchen es einfach. So, Satan, wir kommen. Eve ist soweit. Oh Gott. Warum muss das nur so weit kommen? Warum muss mir gegen Satan kämpfen? Warum wurde mir ange... Ich würde es echt gerne ausprobieren mit dem Mushroom, dass ich den einen bekomme, mit dem man irgendwann einen Herzcontainer bekommt und es dann benutzen kann, aber das wäre Cheating. Deswegen ab zum... Also manche Glitches benutze ich auch, zum Beispiel den Brimstone-Glitch, weil ich einfach finde, der ist okay. Der ist schon okay, Maudade, sage ich mir da immer. Oh nein. Okay, gut, dass wir nochmal Geschwindigkeits... Och nö. Okay, gegen ihn laufen. Beide vergiften und jetzt weg. Wir dürften auf jeden Fall beide vergiftet haben. Also auf jeden Fall gut genug vergiftet haben. Macht das seinen Charge? Okay, jedes Mal, wenn er hinfällt, nachdem er hinfällt, macht er einen Charge. Das ist die erste Form vom Teufel. Wir haben ein Herz verloren. Ein sehr guter Schnitt. Und dann bekommen wir jetzt die zweite Form. Und wir bleiben einfach hier drüben stehen und schießen weiter auf ihn drauf und weichen den Tränen aus. Solange er seine Tränen spuckt, kommt er sehr langsam rüber, so... Ja, jetzt ist es langsam Zeit, gegen ihn zu rennen. Und ihn vergiften. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ein Treffer und wir sind tot. Und jetzt kommt die schwerste Form. Ganz einfach, weil diese Explosionsdinger spawnen. Wir müssen die ganze Zeit in Bewegung bleiben und gleichzeitig noch ausweichen. Oh Gott, in der Hoffnung, dass er irgendwann selbst sie kaputt macht. Oh Gott, ich kriege hier einen Herzinfarkt mal wieder. Nice. Ich glaube im Moment noch nicht an meinen Sieg, deswegen kriege ich auch noch keinen Herzinfarkt. Aber gerade... Okay, mein Vogel leistet guten Support. Oh, okay, das hat mir reingerannt. Schade! Es sah ganz okay aus. Wir haben leider verloren, aber man kann nicht alles haben. Ich denke, ich mache dieses Wochenende wahrscheinlich wieder einen Stream. Ich habe die Folgen ja länger gemacht, daher... Waren es jetzt nicht so viele Folgen, die dann aus auf einen Tod hinausgelaufen sind. Ein Stream, dann kriegen wir vielleicht endlich mal etwas Fortschritt rein. Außerdem werde ich jetzt hier kurz noch das Menü offen lassen, damit die Leute nicht gespoilert werden, dass ich sterbe. Wir können ja nochmal back to menu gehen. Nochmal die Collections angucken und dann... Ach nee, wo war das? Back, wo könnte man das Stats... Was ist Stats? Wir haben 85 von 97 gefunden. Aber wir haben mehr freigeschalten. Warte, ich will... Das ist das Letzte, was wir freigeschalten haben. Okay. 85 von... Ja gut. Da fehlen ja noch einige. Ich weiß jetzt nicht, zählt es hier auch nur die gefundenen? Wir sind 179 Mal gestorben und haben nur 51 Mal Mom gekillt. Eine nicht so gute Statistik, aber ganz okay. Würde sagen, das geht. Ich meine, es kommt ja auch extrem. Mom-Kills zählt der Mutters Herz. Ich glaube, damit ist Mutters Herz gemeint, mit dem da. Oder auch der Fuß. Ich habe keine Ahnung. Ja, Fuß kann es nicht sein. Der Fuß wird da, glaube ich, nicht dazu gezählt. Man amputiert ja quasi nur ihren Fuß. Man tötet sie ja nicht dadurch. Wenn man das Herz kaputt macht, dann stirbt sie wirklich. Ja, ja, so ist das. Gut, dann würde ich sagen, war das jetzt lang genug gewartet. Der Ausgang des Kampfes dürfte nicht gespoilert gewesen sein. Dann würde ich mich bedanken fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.